Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Hausbau-Vlog von mir. Ich nehme euch ja jede Woche mit bei unserem Hausbau. Wir nähern uns auf jeden Fall dem Ziel. Unsere Hausbau-Vlog-Playlist verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Da nehme ich euch das gesamte Jahr über, also bei unserem ganzen Hausbau, mit. Wir haben jetzt auch endlich ein Einzugsdatum bekommen. Und zwar werden wir am 5.12., also Anfang Dezember in der Weihnachtszeit oder Adventszeit umziehen. Am 5.12. haben wir unsere Hausübergabe. Ja, und dann können wir eigentlich direkt loslegen und eigentlich schon die erste Nacht drin schlafen. Oh mein Gott, also ich kann es nicht glauben. Also wirklich, ich bin so dankbar und kann es wirklich noch überhaupt nicht fassen. Unsere Küche ist ja gekommen und wurde aufgebaut. Die werde ich euch auch zeigen. Und dann geht es diese Woche schon los mit den ganzen Küchensachen aus dem Keller räumen. Ich habe ja schon einiges gekauft für unser Haus. Ich werde die Kisten auspacken mit euch, werde sie durchgehen, sortieren, werde die Sachen schon abwaschen und die ganzen Dinge dann ins Haus tragen. Die Woche passiert wieder extrem viel. Außerdem wird unser restlicher Boden verlegt. Da haben wir uns für Vinyl entschieden. Ich bin selber schon gespannt, wie der dann in echt im Haus aussieht. Ja, im Bad oben geht es dann weiter mit den Fliesen. Ich nehme euch diese Woche auch mit bei meinem Wocheneinkauf. Ich kaufe ja meistens nach Angeboten. Und ich erwarte diese Woche auch ein weihnachtliches Paket. Ich habe bei Flying Tiger online bestellt. Die haben ja so richtig schöne Deko-Sachen. Ja, wir hatten mal früher in der Stadt einen Flying Tiger. Der hat aber dann leider zugemacht in den letzten ein, zwei Jahren. Aber der hat halt ab und zu auch so tolle Sachen und vor allem Weihnachtssachen. Die haben es mir richtig angetan. Im Haus werden diese Woche sogar dann noch die Innentüren geliefert und eingebaut. Da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Aber ich glaube auch nicht allzu lange. Und ja, und dann habe ich noch was vor. Ich sag's euch, diese Woche ist prall gefüllt. Bei uns im Gartencenter gibt es 50% auf alle Freilandpflanzen. Da wollen wir uns auch unbedingt mal umschauen. Ja, dann würde ich sagen, wir starten mit meinem Hausbau-Vlog. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich habe ein Paket von Flying Tiger bekommen. Die haben da so schöne Sachen gehabt. Vor allem habe ich Weihnachtssachen bestellt. Guck mal, oh mein Gott, ich flippe aus. Ich habe ein paar Weihnachtssachen bestellt. Hier einmal diese weihnachtlichen Strohhalme. Die sollen eben so aussehen wie die Zuckerstangen. Da sind 4 Stück drinnen mit so einem Reinigungsbürstchen. Die haben 4 Euro gekostet. Dann habe ich richtig süße Servietten gefunden. In dieser Tannenbaumoptik mit den Herzchen. Wie süß sind die bitte? Die haben 1,50 Euro gekostet. Dann habe ich hier was nicht Weihnachtliches mitbestellt. Und zwar habe ich hier solche Haken bestellt. 4 Stück für nur 1 Euro. Das fand ich richtig günstig. Da habe ich nämlich noch 3 weitere Sets gekauft. Passt perfekt für unsere Regale in der Vorratskammer. Kammer an der Seite oder so kann man dann noch was hinhängen oder eben für die Garage, dann da will ich dann auch solche Regale haben, da kann man solche Haken auch richtig gut gebrauchen. Dann habe ich hier ein Weihnachtsglas gefunden, guckt mal, Merry Christmas steht drauf, fand ich auch so schön. Mit was machen wir weiter? Ich glaube mit diesen Servietten, die fand ich auch mega süß, die mussten mit, die haben nur 1 Euro gekostet. Dann habe ich hier solche Geschirrtücher entdeckt. 5 Stück für nur 2,50 Euro. Das fand ich auch mega günstig und richtig süß einfach. Mit was mache ich weiter? Hier, so Kerzen habe ich auch mitgenommen, weil die auch total günstig waren. Die haben nämlich einfach nur 50 Cent gekostet. Also wie cool ist das denn? Dann machen wir weiter mit diesem Küchenzubehörteil. Das hat nur 2 Euro gekostet, ist aus Silikon. Mit dem kann man die Glasur vom Kuchen gut verstreichen. Sowas hat mir noch gefehlt, finde ich auch echt mega praktisch. Und dann mein absolutes Highlight. Haltet euch fest, diese Weihnachtstasse hier. Oh Gott, bitte, wie schön sieht die aus? Ein Lebkuchenmann oder eine Lebkuchenfrau. Die hat 5 Euro gekostet, also auch überhaupt nicht teuer. Und deswegen habe ich eigentlich hauptsächlich bestellt, wegen dieser Tasse. Da gibt es bei Flying Tiger auch noch so viele andere Motive, auch mit einem Rentier, mit einem Nikolaus und so weiter. Ich habe mich aber für die hier entschieden. Oh Gott, wie schön sieht die aus. Ich freue mich so auf Weihnachten, im neuen Haus vor allen Dingen. Und dann habe ich noch ein Teil, das gefällt mir auch sowas von gut. Das sind hier diese Weihnachtssocken, die waren auch sehr günstig. Die haben, glaube ich, nur 2
3 Euro gekostet. In Glitzer mit diesen Zuckerstangen. Dieses Jahr werden wir einfach zum allerersten Mal in unserem eigenen Haus Weihnachten feiern und ich werde dekorieren. Da werde ich euch auch mitnehmen. Da freue ich mich auch schon unglaublich drauf und das ist ja jetzt auch dann schon bald. Wir befinden uns ja momentan mitten in der Black Week. Überall gibt es die verschiedensten Angebote und ich bin ja so ein Schnäppchenjäger. Ich liebe diese Woche. Ich habe auch schon einige Angebote gemacht und ich habe jetzt auch einen richtig krassen Code für euch. Und zwar teste ich schon jetzt seit längerer Zeit ganz viele verschiedene Produkte von NatureCan. Die haben verschiedene CBD-Produkte, also wirklich die unterschiedlichsten Produkte. Ich habe selber noch gar nicht gewusst, dass es so viele Produkte mit CBD-Öl gibt. Und zwar bekommen wir momentan in der Black Week 50% auf alles, also auf jedes Produkt. Und passt auf, der Hammer kommt noch mit meinem Code, den blende ich euch hier mal ein, spart ihr nochmal on top 10%. Also bekommt ihr auf alle Produkte im Shop 60%. Also wenn das nicht mal ein krasser Code ist. Das ist die perfekte Gelegenheit, CBD-Produkte auch mal zu testen, falls ihr die noch nicht kennt. Oder falls ihr auch eine Geschenkidee braucht und jemand, den ihr kennt, der die vielleicht brauchen könnte, wäre auch eine Idee, weil Weihnachten kommt ja bald. Ich freue mich auch schon so. Den Code wie auch natürlich den Online-Shop verlinke ich euch natürlich unten in meiner Infobox. Ich nutze ja schon seit ungefähr 2 Jahren ein CBD-Öl zum Einschlafen. CBD wird aus der Hanfpflanze gewonnen. Es macht aber nicht High, das hat überhaupt nichts mit Cannabis zu tun. Das ist ein rein pflanzliches Öl, hat aber so viele positive Eigenschaften auf den Körper selber. Unter anderem wirkt das schmerzstillend, entkrampfend, entzündungshemmend. Es kann so viele lebenswichtige Dinge regulieren, wie zum Beispiel Schlaf, Appetit, Stimmung, Schmerz, Gedächtnis und hat aber auch eine ausgleichende Wirkung auf den Körper. Zum einen habe ich hier CBD-Öl mit Melatonin. Das nehme ich eben zum Schlafen ein. Also das heißt, wenn ich mal nicht einschlafen kann oder wenn ich schlecht schlafe, nehme ich diese Tropfen. Erstens schlafe ich in ein paar Minuten ein. Das ist so entspannend. Es gibt einfach nichts Schlimmeres, wie wenn man stundenlang nicht einschlafen kann, sich rumwälzt, noch so viele Gedanken im Kopf hat und man weiß, man muss morgen wieder aufstehen. Also das ist echt der Wahnsinn. Hatte ich schon so oft. Deswegen liebe ich auch CBD-Öl. Es hilft einfach sofort. Von NatureCan habe ich dann auch noch ein pures CBD-Öl. Das hat 10% CBD-Anteil. Wie gesagt, das wirkt einfach auf so viele Arten im Körper. Wenn man zum Beispiel Angstzustände hat, wenn man Schmerzen im Körper hat, zum Beispiel Bauchschmerzen, Magenschmerzen, Krämpfe, Muskelschmerzen, Entzündungen im Körper. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Dann habe ich auch Salben. Also von NatureCan habe ich zum allerersten Mal CBD-Salben getestet. Unter anderem gibt es auch Gesichtscremen und sogar Produkte für die Tiere. Ich habe jetzt hier einen Multibalsam, der ist mit Zitronengras und Ingwer. Diese Salbe behandelt Beulen, Kratzer, trockene Haut und sogar auch kleine Schnittwunden. Das ist auch ein Allrounder. Also das Produkt kann man auch täglich benutzen und am ganzen Körper. Dann habe ich hier aber auch noch einen Muskelbalsam mit Chili. Das ist eine wärmende Creme. Richtig cool. Das reduziert Schmerzgefühl und gibt einen entspannten Effekt. Der Balsam hat einen direkten wärmenden Effekt für die Muskeln. Ich habe dann sogar auch noch einen Lippenpflegestift mit CBD-Öl. Ich habe nämlich zurzeit so trockene und rissige Lippen. Ist momentan bei mir normal in der kalten Jahreszeit, aber das nervt und tut halt auch einfach so weh. Der ist mit CBD natürlich, mit Kokosnussöl, Chia, Avocadoöl und sogar auch Vitamin E. Am allerersten Mal habe ich auch Gummibärchen getestet mit Hanfextrakt. Das sind saure Gummibärchen, richtig lecker. Ich mag ja saure Gummibärchen lieber wie normale. Ja, da gibt es aber auch verschiedene Geschmacksrichtungen, ist auch echt mal was anderes. Also wenn euch auch was gefallen hat und wenn ihr auch mal CBD-Produkte ausprobieren möchtet, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wie gesagt. Ihr spart momentan richtig viel in der Black Week. So, ich bin jetzt gerade dabei, schon ein paar Küchensachen aus dem Keller hochzuräumen. Ich sag's euch, ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Ich habe schon immer wieder was gekauft fürs Haus und das dann eben in Kisten gepackt und im Keller gelagert. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, heute ist einfach so ein toller Tag einfach. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich bin einfach so glücklich. Ich habe schon gedacht, der Tag kommt nie. Aber heute ist es soweit, ich werde schon die ersten Kisten auspacken und
und mir einen Überblick verschaffen, was ich jetzt endlich dann da unten alles gesammelt habe. Außerdem werde ich schon die Packungen aufmachen, das Papier wegmachen, die Etiketten wegmachen und dann langsam abspülen, weil die Küche wird heute fertig mit dem Aufbau. Ja, dann kann man eigentlich schon die ersten Sachen einräumen. Also eine Kiste habe ich jetzt schon mal hochgeholt. Da sind alle möglichen Sachen drinnen. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Oh mein Gott, aus unserem Italienurlaub am Gardasee. Diese Olivenservierschale, da kann man diese Oliven hier schön, voll schön reinschlichten. Und hier ist sogar Platz für die Stocher. Wie nennt man die? Egal, ich bin so aufgeregt. Auf jeden Fall haben wir hier. Oh mein Gott, das weiß ich auch noch. Die habe ich bei IKEA mal richtig günstig gekauft für Weihnachten. Das sind solche Spültücher. Oh Gott, ich liebe es. Hier haben wir ein Geschirrtuch. Hier Teetassen. Nee, was ist das? Oh mein Gott, das habe ich von meiner Mama geschenkt bekommen, die Tasse. Und die habe ich mir auch aufgehoben. Hier haben wir ein Aufbewahrungsglas. Hier Marmeladengläser. Von Sestrine Grene habe ich hier diese Abdeckungen. Vier Stück sind da drinnen. Ja, die Sachen werde ich jetzt auf jeden Fall einmal auspacken. Werde das Papier entsorgen. Oh Gott, ich kann es wirklich nicht glauben. Ich bin sowas von glücklich. Hier haben wir so Aufbewahrungsbehälter, so Gefrierdosen. Drei Stück. Okay, das ist jetzt eigentlich fast die ganze Tupperwarenkiste. Mal gucken, ob ich die überhaupt noch alle brauche. Auf jeden Fall schaut mal, wie schön sind bitte die Eisbehälter, die Eisgläser. Die habe ich, glaube ich, mal bei Aldi oder Lidl gekauft. Hier die zwei. Und dieses Geschirr hier ist von Action. Hier habe ich meine Nachtwandgläser. Wir werden jetzt als nächstes die Gläser aussortieren. Also, das heißt aussortieren, hochholen vom Keller, alle waschen. Und dann wieder in die Packung einsortieren und dann runtertragen in die neue Küche. Da habe ich kleinere. Die sehen so aus und dann auch noch höhere. Das sind so Long-Drink-Gläser. Also wir machen ja mit den Gläsern jetzt weiter. Ich bin jetzt gerade im Keller und werde jetzt hier überall erstmal die Gläser raussuchen. Oh mein Gott, guckt mal, das sind so schöne Gläser hier hinten. Die habe ich von meinen Mädels zum Geburtstag dieses Jahr geschenkt bekommen. Passt auf. Tada, das bin halt voll ich. Wie schön sind die bitte? Das ist so eine Limited Edition gewesen. Gibt es ja jedes Jahr andere. Die kommen auch mit. Lege ich mal hier hin. Dann nehme ich hier mal die von Leonardo mit. Gucken, wie viel ich noch tragen kann. Vielleicht hole ich mir auch eine Tasche. Und ja, hier geht es auch noch weiter. Boah. Ja, hier unten auch. Wie ihr sehen könnt, sind meine Lieblingsgläser von Leonardo. Hier haben wir auch noch welche. Die habe ich mal von meiner Mama geschenkt bekommen. Wie schön sehen die bitte aus? Oh Gott, ich könnte ausflippen, wirklich. Die habe ich mal von Bassis Oma geschenkt bekommen. Sehen die nicht schön aus? Ich liebe Gläser. Hier. Okay, dann kommt das hier noch mit. Ich hoffe, das passt hier noch irgendwie rein. Ja. So, und dann ist die Tüte auch schon wieder voll. Meine Action-Tüte muss her. Muss mit ran. Okay, dann habe ich hier noch aus dieser Kollektion auch von Nachtmann diese Shotgläser. Wir trinken ja fast gar keinen Alkohol. Nur ganz, ganz selten. Entweder wenn Besuch kommt, habe ich mir gedacht, dafür sind die. Oder auch für Ingwer-Shotgläser. Also muss ja nicht immer Alkohol trinken. Hier geht es weiter mit Nachtmann, nämlich, ach genau, aus der gleichen Reihe habe ich nämlich auch diese Gläser für Eis oder für Eiskaffee. Da habe ich vier Stück.
Ah ja, hier sieht man das Eis ganz schön und hier eben Eiskaffee, Eisschokolade. Ach, guck mal, die sind auch von Ritzenhof. Die haben wir auch mal geschenkt bekommen. So, dann geht's hier weiter mit Backutensilien. Die habe ich ja erst gekauft. Ich glaube bei Aldi oder Lidl. Die sehen auch so schön aus. Und dann habe ich hier auch schon von WMF die ersten Sachen gefunden. Die werde ich auch gleich mitnehmen zum Spülen. Hier ein Salatbesteck habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und das habe ich auch mal geschenkt bekommen. Das ist eine Nudelzange. Ich habe mir eigentlich zu meinen Geburtstagen und Festen immer irgendwas fürs Haus gewünscht. Dann habe ich jetzt hier unsere Sektgläser gefunden. Wir haben die hier von Daily. Und hier auch die Weingläser. Wir haben zwei Reihen von Leonardo. Einmal die Puccini und einmal die Daily-Reihe. Oh Gott, ich habe schon so viele Sachen vergessen. Das ist so ein Schokofondue für eine Person sozusagen. Also passend für mich. Ich liebe ja Schoko. Ich gucke jetzt gerade noch weiter, was ich noch alles mitnehmen könnte. Genau, ich suche jetzt eigentlich auch Besteck, weil sonst, oder so Kleinigkeiten, weil sonst läuft ja der Geschirrspüler oben immer ohne Besteck. Vielleicht werde ich mir diese Kiste hier noch vornehmen. Ja, und dann gucken wir mal, wo wir dann weitermachen. Heute Samstag. Ich bin heute schon wieder richtig früh aufgestanden, um 6.30 Uhr. Ich liebe es ja, früh aufzustehen, weil man einfach so viel vom Tag hat und richtig viel schafft. Heute machen wir nämlich weiter. Wir holen heute unsere Kisten weiter aus dem Keller, sortieren die, packen die aus, waschen schon die Sachen für die Küche. Und ja, dann werden wir heute auch schon die ersten Teile wahrscheinlich in die neue Küche tragen. Wir brauchen hier nämlich unbedingt Platz. Es kommen ja jeden Tag gefühlt immer mehr Sachen dazu, weil wir einfach auch Sachen bestellen, Möbel kommen dazu und wir haben hier fast keinen Platz mehr. Deswegen sind wir richtig froh, schon einige Dinge in die Küche räumen zu können. Die wurde ja gestern komplett aufgebaut. Oh mein Gott, also ich bin wirklich hin und weg. Ich freue mich total drauf. Wir werden die Küche jetzt auch noch aussaugen und ausputzen. Ja, und dann können wir schon mal die ersten gewaschenen Teile ins Haus tragen. So, es gibt ein aktuelles Baustellen-Update. In den letzten Tagen ist einfach so viel passiert. Ich komme jetzt auch gerade aus der Arbeit, bin aber gerade schon auf der Baustelle. Ja, was heißt Baustelle? Eine richtige Baustelle ist es ja gar nicht mehr, weil einfach sich so viel verändert hat. Ich zeige euch jetzt alles mal. Wir haben jetzt in den kompletten restlichen Räumen auch einen Boden. Wir haben uns ja dafür Vinyl entschieden. Ich bin richtig happy mit unserer Entscheidung und außerdem wurden im Bad heute auch noch ein paar weitere Arbeiten erledigt, also gefliest ist das Bad oben komplett. Es muss jetzt nur noch verfugt werden und da wurde heute schon ein Teil verfugt. Es muss aber auch noch mehr verfugt werden. Ich zeige euch das mal. So sieht das aus. Also es muss auf jeden Fall auch noch gestrichen werden im Haus. Wir bekommen noch einen weiteren Anstrich. Also wundert euch da nicht. Genau, also der Boden muss auf jeden Fall noch verfugt werden. Und so sieht's aus. Ich kann es wirklich nicht fassen. Guck mal, das ist die Badewanne. Dann haben wir hier zwei Nischen. Hier kommt die Toilette ja hin. Und die Dusche ist auch einfach ein Traum. Vor allem finde ich die Fliesen sowas von mega schön. Ich hätte es mir wirklich nicht besser vorstellen können. Von der Farbe und vom Aussehen, vom Muster, irgendwie von dem ganzen Zusammenspiel wirklich mega, mega schön. Wir haben ja hier eine bodentiefe Dusche. Hier dieser Streifen, da kommt LED ran, also ein LED-Streifen. Deswegen, der ist aber auch noch leer. Und so sieht die Dusche aus. Guck mal, boah, wie schön einfach. Und das ist die Fuge, die wir uns jetzt ausgesucht haben. Und eine
Fliese ist einfach mal 1,50 Meter lang und 75 cm hoch. Und hier haben wir einfach eine komplette an der Duschseite. Wie gut sieht das aus? Oh mein Gott, ich kann es wirklich nicht glauben. Hier haben wir eine Nische und hier haben wir noch eine Nische. Ich glaube, da werden hauptsächlich meine Sachen stehen, weil die Nische habe ich ja nachträglich noch bekommen. Weil hier auf der anderen Seite war die erste Nische geplant, aber dann muss ich ja so weit und immer noch weiter hin und aus dem Wasserstrahl, aus dem Warm raus. Das wollte ich nicht. Aber hier, die kann man auch für Dekozwecke benutzen und natürlich eben für Produkte. Ja, und der Rest, hier kommen ja die Waschbecken noch hin. Dann sind wir hier auch fertig. Also es müssen nur noch ein paar Sachen müssen verfugt werden. Hier sieht man, dass hier schon verfugt worden ist. Wir haben alles auf Gärung. Also das ist teurer und ist zeitintensiver, aber mir gefallen diese Schienen einfach nicht. Deswegen haben wir alles auf Gärung und ich finde, das sieht so gut aus. Vor allem, finde ich, hat das irgendwie noch mehr von einem, ja, so eine Art fugenloses Bad. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ja, alles komplett. Aber das war natürlich noch viel teurer. Aber ich finde, das mit diesen Fugen sieht richtig gut aus. Normalerweise hätte man an jeder Ecke ja so eine silberne Leiste. Gibt es, glaube ich, auch jetzt schon in anderen Farben. Aber gefällt mir einfach persönlich nicht so gut. Es hat sich wirklich richtig gelohnt. Ja, und so sieht unser Boden aus. Der sieht immer anders aus von der Farbe in der Kamera, ich kann es euch sagen. Das ist der Wahnsinn. Hier sieht er total dunkel aus. So dunkel ist er gar nicht. Und hier wird es schon langsam heller vom Licht her. Ich weiß nicht, an was das liegt. Also in echt sieht der ein bisschen heller einfach aus. Ich glaube, die Kamera kommt einfach auch mit dem Licht nicht so klar. Diesen Boden, das ist Vinyl, wie gesagt, und den haben wir in allen anderen Räumen. Wir haben ja im Wohnbereich Fliesen, im Bad natürlich, im Gäste-WC, hier im Hauswirtschaftsraum oben, die sind ja auch schon fertig. Das sind die gleichen Fliesen wie unten im Wohnbereich, die sind nämlich übrig geblieben. Genau, und unten im Abstellraum, unter der Treppe haben wir auch Fliesen und im Technikraum natürlich auch. Aber der Rest, guckt mal, ist alles mit Vinyl. Das sieht so gut aus. Und vor allem, ja, jetzt sieht man fast die richtige Farbe. Und vor allem, der fühlt sich einfach an wie Holz. Und der ist eigentlich nur 2,5 mm dick. Also, was heißt dick? Eher dünn. Richtig krass. Der ist verklebt worden. Aber der fühlt sich an einfach wie Holz. Das ist der Wahnsinn. So, und jetzt gehe ich mal runter ins Erdgeschoss. Ich zeige euch die Küche. Ich weiß gar nicht, habe ich euch die schon im Vlog gezeigt? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da schon eine Sequenz aufgenommen habe. Ja, wenn nicht, werde ich es euch jetzt zeigen. Die ist auf jeden Fall jetzt fast fertig eingebaut. Es fehlt nur noch der Wasserhahn. Ihr seht schon im Hintergrund so viel. Moment, ich drehe euch dann mal um. Wie gesagt, es fehlt noch der Wasserhahn und auch der Kühlschrank. Den Kühlschrank werden wir selber besorgen. Warum der Wasserhahn? Weil unser Wasser noch nicht angeschlossen ist, deswegen. Okay, aber ich glaube, ich habe euch die schon gezeigt. Passt auf. So sieht's gerade aus. Ich kann meinen Augen nicht trauen, wirklich. Ich bin einfach überglücklich und kann es wirklich überhaupt nicht glauben. Ich bin total dankbar. Hier in diesem freien Feld wird noch unser großer Kühlschrank reinkommen, auch in schwarz. Wir haben ja schwarze Details, hier die Arbeitsplatte, dann den Ofen, ein Backofen einfach in einer höheren Höhe, in einer höheren Ebene. Wie cool ist das denn? Und wir haben so viel Stauraum. Unsere Decken sind ja 2,63 hoch, also da komme ich gerade mal mit der Leiter ran, obwohl ich auch schon so groß bin. Hier haben wir unsere Kochinsel. Schaut mal, da habe ich euch ja auch unsere Arbeitsplatte in einem meiner letzten Vlogs gezeigt. Die sieht so aus, ist Naturstein, ist noch ein bisschen verstaubt, guckt mal, ist Naturstein, also es sieht zwar ein bisschen aus wie Marmor, ist es aber nicht. Und da hinten haben wir dann auch noch mehr Hochschränke. Ihr wisst ja, ich habe euch mitgenommen, wir haben schon einige Dinge jetzt in die Küche runtergetragen und haben alles abgewaschen, dass ja schon einfach ein bisschen was gemacht worden ist, weil die Küche können wir ja eigentlich theoretisch einräumen. Hier ist das Licht besser. Genau, deswegen, das,
Dieser ganze Umzug und alles wird eh noch so viel Zeit in Anspruch nehmen, deswegen machen wir jeden Tag ein bisschen was. Guckt mal, da habe ich auch schon was drin. Meine Drehteller und so ein paar Schüsselchen. Hier auf der Vorderseite von der Insel, weil hier wird ja unser Esstisch hinkommen, werden wahrscheinlich Gläser, Teller, Schüsselchen, alles was man so für den Esstisch braucht, hinkommen. Auch so Servierplatten und sowas. Hier habe ich auch schon ein paar Gläser eingeräumt. Aber hier in die Schubläden werden wahrscheinlich Teller reinkommen und die Gläser eben in das Regal daneben. Hier haben wir auch noch eine große Schublade und die ist wirklich sehr hoch. Da passt einiges rein. Hier haben wir dann eben nochmal ein Regal dahinter. Ist auch schon ein bisschen was eingeräumt. Ihr sehen könnt, oh Gott, hier haben wir dann ein Push-to-Open-System. Ansonsten haben wir eine grifflose Küche. Sieht dann so aus. Hier in diesem Abteil, sage ich jetzt mal, haben wir ganz viele Steckdosen. Hier steht schon die Kaffeemaschine. Die werden wir aber wahrscheinlich rausstellen. Aber ansonsten kommt hier der Toaster rein. Boah, was gibt's noch? Und solche kleinen Geräte, die könnte man hier drinnen nämlich dann auch benutzen. Das fanden wir total praktisch. Und dann haben wir hier noch weiteren Stauraum. Und hier oben dann die anderen Türen. Dahinter ist auch noch richtig viel Platz. Hier haben wir auch noch, einen Kasten. Und dann haben wir hier den Ofen. Oh, wie gut sieht der bitte aus? Wir haben extra einen von Neff, weil das der einzige war in diesem schwarzen Stahl. In der Kamera kommt das echt wie Silber rüber, aber das ist eher schwarz. So sieht er aus. Der lässt sich hier dann auch einfahren. Genau. Ja, richtig toll. Ich freue mich einfach schon so. Da drüber werden wir dann die Mikrowelle wahrscheinlich stellen oder auch in diesen Bereich, das wissen wir noch nicht ganz. Aber wir haben hier auf jeden Fall richtig viel Stauraum. Hier unter dem Ofen haben wir auch zwei Schubläden, sehr hohe Schubläden wieder. Ist noch leer. Dann haben wir hier in der Mitte zwei ganz breite Schubläden. Gucken, was wir da reinmachen. Oh, das seht ihr auch schon, Zubehörteile für den Kuka. Wir haben uns nämlich als Wasserhahn für den Kuka entschieden. Der macht ja gesprudeltes Wasser, kühles Wasser und auch kochendes Wasser. Boah, richtig cool, werde ich euch auch zeigen. Und dann geht's hier weiter. Aber es wird auf jeden Fall noch ein extra Küchenvideo geben, wo ich euch die komplette Küche zeige und auch die ganzen Schubläden und Regalfächer, die Hochschränke, die Geräte und alles. Und natürlich wird es auch ein Video geben, in dem ich die Küche einräume und organisiere. Da werde ich euch auch mitnehmen. Da freue ich mich auch schon unglaublich darauf. Genau, und jetzt werde ich noch zum Einkaufen fahren. Ich will ein paar Dinge noch mitnehmen und einkaufen. Ich bin immer so eine Schnäppchenjägerin. Ich schaue auch immer jede Woche, welche Angebote es wo gibt. Und wir haben in der Nähe, Werbung, einen Netto und einen Edeka und eine Norma. Und wir fahren echt total gerne in unser Netto. Der ist auch brandneu. Der hat vor ein paar Wochen erst neu eröffnet. Da werde ich mal gucken, was ich jetzt da alles so finde und welche Angebote es da noch gibt. Übrigens gibt es bei Edeka, wenn man die Edeka-App hat, jetzt fast jede Woche ein kostenloses Produkt. Werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Letzte Woche gab es ein kostenloses Mehl. Davor gab es eine kostenlose Pasta-Packung und diese Woche gibt es eine kostenlose Milka-Schokolade und natürlich werde ich die Angebote nutzen und deswegen werde ich jetzt heute noch zu Edeka fahren und die Angebote und meine Dinge mitnehmen, die ich noch brauche und eventuell, wenn ich es noch schaffe, auch noch zu Netto. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Supermärkte ihr in der Nähe habt und in welchen ihr zum Beispiel am liebsten geht. Würde mich echt total interessieren. Khakis sind auch im Angebot für 55 Cent, da werde ich mir auch eine mitnehmen. Dieser Tee von Mesmer ist so lecker, vor allem der Zimtpflaume, oh mein Gott. Oh, ein Spekulatius-Tee, aber Zimt und Pflaume nehme ich mit. Dann bin ich jetzt bei Milka, da ist nichts im Angebot, aber
In der Edeka-App gibt es eine Milka-Schokolade kostenlos und meine aktuelle Lieblingsschokolade ist diese Loufle. So lecker, sage ich euch. Ich stehe im Haus. Heute ist wieder einiges passiert. Leider ist das Licht schon sehr schlecht. Hier unten haben wir schon Licht, oben leider noch nicht. Deswegen stehe ich hier unten. Heute wurden nämlich die Innentüren eingebaut. Ich kann es gar nicht glauben. Heute vor allem in einem Tag. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so schnell geht. Außerdem waren heute auch die Tiefbauer da, weil wir noch keinen Wasseranschluss haben. Unsere Rohre haben die nämlich viel zu hoch verlegt. Also die müssten normalerweise tiefer in die Erde. Deswegen haben wir auch noch keinen Wasseranschluss und deswegen auch in der Küche noch keinen Wasserhahn. Das sollte jetzt aber auch die nächsten Tage erledigt werden. Und unser Elektriker war auch da. Der hat auch schon ein paar Schalter und Steckdosen montiert. Die werde ich euch zeigen. Hier sind die, die Steckdosen und Schalter zu sehen. Wir haben uns für weiße entschieden. Und zwar von Gira, auch so eckige. Ich finde die richtig schön. Genau, die haben jetzt auch schon, also es wird langsam der Wahnsinn. Ah, da hinten fehlen auf jeden Fall noch eine, sehe ich. Also es fehlen auch noch ein paar. Die müssen, ich glaube, die Elektriker kommen morgen nochmal. Aber hier haben wir auch schon was. Hier sieht man unseren LED-Streifen, der noch nicht vorhanden ist. Da kommt nämlich noch LED rein. Ja, und ansonsten haben wir Türen bekommen. Es ist halt jetzt hier richtig dunkel, weil ich kann leider noch kein Licht anmachen, aber hier sieht man es. Wir haben auch ein bisschen höhere Türen und ebenfalls weiße. So, wir sind auf dem Weg in unsere Stadt. Wir wollen nämlich erst in unser Gartencenter fahren. Da gibt es nämlich heute und morgen 50% auf alle Freilandpflanzen und Stauden. Und vielleicht finden wir ja da schon etwas, weil ich meine, 50%, da kann man echt ja einiges sparen. Mal gucken, vielleicht können wir ja für nächstes Jahr schon das ein oder andere Bäumchen mitnehmen. Ich möchte unbedingt so ein Mandelbaum. Die blühen ja so schön im Frühling. Und ja, mal gucken, was wir da so finden werden, wenn wir was finden. Und dann wollen wir auf jeden Fall noch weiter zu TK Maxx fahren. Ich will mir unbedingt die Weihnachtssachen anschauen. Hier gibt es schon so viele Weihnachtsdekorationen und so tolle Sachen, wo man nur hinschauen kann. Also wirklich, wir haben so viel Weihnachtsdeko hier bei uns im Gartencenter. Aber jetzt geht's erstmal raus. Guckt mal, ich habe nachgefragt, es gibt wirklich auf alle Pflanzen draußen 50%, sogar auf diese schönen hier, diese Pompombäume, die gefallen mir so gut. Der kostet 90 Euro und dann nur noch die Hälfte. Wie cool ist das denn? Also ich bin hin und weg. Ich kann es echt gar nicht glauben. Ich muss jetzt wirklich mal alles durchschauen. Einfach auf alle. Ich kann es nicht fassen. Ich schaue mich jetzt hier auf jeden Fall mal um. Alles in Ruhe an. Sogar hier die kleinen Pflanzen. Aber wie schön sind die denn bitte? Oh, also, ja, mal gucken. So einen habe ich mir schon immer gewünscht. Der ist auch schön. Guck mal, der gefällt mir auch richtig gut. Wow, wie schön sieht bitte diese Pflanze aus in diesen Farben. Wow. Heidelbeeren reduziert, also auch die ganzen Obststräucher und Obstbäume. Auch hier, was haben wir da? Blaubeeren nochmal. Schade, dass wir unseren Garten erst nächstes Jahr anlegen, sonst hätte ich da wirklich alles mitgenommen, was wir brauchen. Oh mein Gott.
Also, wir haben jetzt ein paar Pflanzen gefunden. Guck mal, wir haben so eine riesengroße Wispenhortensie mitgenommen. Die war von 25 Euro auf knapp 11 Euro reduziert. Skyfall, die blüht weiß. Dann haben wir noch die mitgenommen. Die sehen auch so schön aus. Muss ich euch gleich mal zeigen. So, ich zeige euch jetzt mal kurz, was wir gestern mitgenommen haben. Guckt euch mal diese wunderschöne Pflanze hier an. Die fand ich sowas von schön. Auch von den Farben her. Also die habe ich noch nie irgendwie gesehen. Fand ich auch total außergewöhnlich. Die war von 20 Euro auf 10 Euro reduziert. Dann haben wir hier diese mitgenommen. Die war von 12,99 auf 6,50 reduziert. Ich finde, die passt so perfekt für den Herbst. Die hat so schöne rote Beeren. So heißt die. Und dann haben wir hier auch noch eine riesen Rispenhortensie mitgenommen. Die heißt Skyfall und die war eben von 25 Euro auf knapp 11,50 Euro reduziert. Die ist echt riesig. Schaut euch mal die an. Die kann man jetzt auch schon zum Dekorieren verwenden. Da kann ich vielleicht ein paar abschneiden. Genau, die werden wir jetzt erst vorübergehend einbauen und dann nächstes Jahr richtig in den Garten verbauen. Und dann habe ich noch eine Zimmerpflanze mitgenommen und zwar die hier, die kommt wahrscheinlich ins Bad oben oder auch ins Wohnzimmer, weiß ich noch nicht ganz. Die kleine hat 7 Euro gekostet, also ich fand die echt ein bisschen teuer. Aber die wächst halt richtig lang runter, die kann man irgendwo draufstellen in ein Regal oder etwas höher und dann wächst die eben so schön runter. Und die Blätter sehen eben aus wie kleine Herzchen, so heißt die Pflanze. Ihr könnt jetzt meine letzten zwei Videos sehen. Ihr dürft mich auch kostenlos abonnieren. Darüber würde ich mich extrem freuen. Ja, das war's jetzt schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat dieses gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.